So, ich mache weiter mit der Mission. Okay, hier kann ich nicht speichern, sehe ich gerade. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wohin. Okay, der ist hinüber. Ich schalte mal wieder aus. Also jetzt kommen so langsam ein bisschen die größeren Schiffe hier. Was habe ich denn jetzt nur noch 4 Raketen? Tatsächlich. Warum kann ich nicht feuern? Hallo? Ich habe die falsche Waffe ausgewählt. So, hier ist sauber. Muss ich noch mal schnell da hochreisen. Ich habe dort noch ein Schild zum Einsammeln. Okay, da ist noch eine Mine. Ich fliege mal dorthin und zerstöre mal die Basis. Wer feuert denn da unten? Okay, da ist noch einer. Ich hoffe, ich habe mal so etwas wie einen automatischen Traktorstrahl oder so. Das wäre noch praktisch. Okay, hier ist sauber. Was ist denn das da oben hingeschleudert? Okay, ich bekomme jetzt Besuch. Neftis-Station, bitte kommen. Hier Neftis-Station. Ich habe den Job erledigt. Signatur bestätigt. Vielen Dank. Okay, ich habe keinen Platz mehr, ich muss irgendwie Zeug zerlegen. Schneller Schild, also den
zerlege. Frachtmodul ausrüsten. Das weiß ich nicht. Warte mal. Ich schau mal, ob ich den verbessern kann. Nein, kann ich nicht. Ja, okay, dann werde ich den zerlegen. 18 zerlegt. Ich rüste den wieder aus. Zerlege den. Zerlege die Raketen, die Minen, den Booster. Die Raketen zerlege ich auch. Thermokanone zerlege ich. Zerlege ich Schild. Die Panzerung zerlege ich auch. Ja, man bekommt ja so viele Sachen mittlerweile. Das heißt, der würde relativ zügig die Schilde runterhauen. Ha? Nanoboots rüste ich aus. Phasen 6 Panzerung. Was habe ich denn da? Eine 5er. Die rüste ich aus. ...6% Reparatur pro Abschuss, plus 9 Feuerkraft. Den rüste ich aus. Ich teste den mal, nicht mich wundern, wie der ist. Die Nanobots rüste ich auch mal aus. Equalizer habe ich bekommen. Okay, da oben das Schiffswrack gehe ich nachher plündern. Ich gehe noch hier unten den Rest einsammeln. Hier habe ich jetzt alles geplündert. Ich teste jetzt mal hier schnell die Waffe aus. Mal schauen, wie die so ist. Also optisch auf jeden Fall cool. Routinen-Upgrade erhalten, plus 1, Stufenaufstieg. Habe ich nicht gesagt, hier hat es irgendwo noch einen Container. Also hier habe ich alles eingesammelt, ha? Dort auch. Also das heißt, diese Mission habe ich erledigt. Angriff abwehren. Angriff abwehren, Basis zerstören. Was ist denn da?
Ah, das ist dort, wo ich jetzt gerade bin. Verlassene Förderstation. Also mittlerweile hat es ziemlich wieder ordentlich was zum verlorene Fracht. Ich denke, ich fliege jetzt gerade direkt am nächsten Ort hin. Flieg mal dorthin, mal schauen, was mich erwartet. Ich bin mittlerweile schon Stufe 7. Hinterland habe ich entdeckt. Okay, ich stoppe mal. Wir werden beschossen. Ich muss ein bisschen schauen, dass ich nicht immer auf Dauerfeuer schieße, sondern die Waffe hin und wieder ein bisschen abkühlen lasse. Wobei bei der ist das so schnell erhitzt. Wir bekommen wohl noch mehr Gesellschaft. Okay, ich kann mal eine paar Raketen noch hin. Ich glaube, ich werde wieder wechseln zur anderen Waffe. Die überhitzt mir ein bisschen zu schnell. Die hat zwar schon noch Wumms drauf, aber ja. Job erledigt, Angriff abgewehrt. Das heißt, wieder einsammeln die Beute. Das heißt, jetzt kann ich ja dann schon Stufe 7 Zeug bekommen. Da unten hat es auch noch ein paar Gegner, die hole ich mir gleich. Ah, hinter mir hat es noch Kredits da unten. Und da hat es noch Panzerung, Stufe 6. Flieg mal schnell zu der Station dorthin. Okay, da passiert nicht mehr viel hier. Panzerung, Kristall. Hier, die haben gar keine Schilde, das heißt, ich bin eigentlich mit der Waffe völlig nutzlos eigentlich.
Schadensbegrenzt. Dann noch zweimal Altmetall. Das war's, glaube ich. Ich schau grad mal, was die nächste Mission hier wäre. Die ist erledigt. Basis zerstören, Wegpunkt setzen. Springe direkt dahin. So. Ich rüste wieder die andere Waffe aus, die hat mir besser gefallen, genau die oder nicht? Warte mal. Oh, habe ich die jetzt zerlegt? Nee. Das war, glaube ich, die, oder ne? Das kann ich zerlegen. Zerlegen. Gatling, die kann ich auch zerlegen. Die sind identisch. Ich rüste aber die aus, weil ich da noch volle Munition habe. Zerlegen. 125,63. Was noch interessant ist, ist, es gibt da immer verschiedene Sachen. Zerstören, nee. Ich lasse es mal so. Was hat da geblinkt? Was ist da? Ah, warte. Stopp. Ein Notsignal. Ja, ich reiß mal hin. Sieht zwar nicht mehr. Ich sehe zwar nicht mehr so toll aus mit meinem Ding, hä? Wo sind sie? Wo sind sie? Nicht bewegen. Ich bin auf dem Weg. Mit diesen Minen muss ich vorsichtig sein. Die greife ich lieber und schaffe sie aus dem Weg. Oh Junge, Junge, was ist denn da los? Also die muss ich nachher aufsammeln und so weghauen, okay. Jetzt geht ihr mir auf den Sender, echt. So, einmal weg. Wo ist der nächste Patient? Wo ist der andere? Keiner mehr da. Reparieren. Das lief nicht so wie geplant. Ah, nee, scheiße. Jetzt haben die den zerstört. Versucht den Speicherstand. Das war vor 2 Minuten. Ich probier's nochmal. Wir sind in ein Minenfeld geraten. Keine Sorge, ich hol sie da raus.
Minen, die so nah dran sind, sollte ich lieber greifen, statt auf sie zu schießen. Ey, das gibt's doch nicht. Du willst mich aber verarschen, oder? Ich will die greifen, bang. Da, wieder irgendwas im Arsch. Wo sind jetzt die anderen? Wer feuert denn da die ganze Zeit? Jetzt kommen die nächsten Patienten. Okay, jetzt sieht nicht mehr gut aus. Stopp. Jetzt habe ich schon wieder eine Rakete am Arsch. Was soll denn das? Danke. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Kein Problem. Ich bin auf eurer Seite. Fördertrupps wie ihr brauchen hier draußen bessere Unterstützung. Was sind denn das? Drohnen oder was sind denn das? Das ist doch nicht normal, der Schaden, der da reinkommt. Also ich wurde von einem Stufe 8-Ding zerstört. Wir stecken in diesem Minenfeld fest. Wir brauchen Hilfe. Ein GNB-Fördertrupp braucht meine Hilfe. Es ist sicherer, diese Minen zu versetzen, statt auf sie zu schießen. Die Panzerung ist weg. Ich bin völlig ungeschützt. Wie viele kommen denn da noch? Das ist doch Mist. Nicht normal, was ich da Schaden reinbekomme, echt.
Das war ja was. Ah, super. Wieso konnte ich denn nicht greifen? Ich kann den nicht greifen. Ich habe keine Ahnung warum. Da hat es noch mehr von den Dreckminen. Am besten ist eine ganz schnell dahin und einfach schnell A drücken. Vielen Dank. Die sind alle 8, Stufe 8. Ich glaube, ich hau gerade wieder ab. Ich glaube, ich muss irgendwo andocken gehen. Das ist mir ein bisschen zu heftig hier. Ja genau, ich gehe direkt dort hinten. Ich muss irgendwo andocken und mich reparieren. Die sind nämlich hier Stufe 8 und die machen mir so dermaßen viel Schaden. Ich komme nicht weiter. Ich werde auf jetzt nichts reagieren. Ich gehe jetzt einfach zurück. Repariere mein Schiff. Und dann, vielleicht habe ich irgendwie einen Schildverstärker oder so, den ich kaufen kann. Unbekanntes Signal, nein. Sorry, jetzt nicht. Ich würde gerne helfen, aber ich habe fast keine Ausrüstung mehr. Das heißt, ich gehe jetzt mal hin und lande und dann repariere ich mich. Seine Spuren. Ja, weil mein Schiff sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Alles repariert. Ich schau mal, ob ich da irgendwie ein besserer Schild wäre, wirklich mega praktisch, aber ich bekomme keinen. Also Spirituosen kann ich hier verkaufen. Rahmen. Das sind identische. Das
2% schnellere Energieaufladung für jeden Feind im Umkreis von 500 Meter. 2% Chance bei jedem Treffer, das Ziel für 3 Sekunden zu verlangsamen. Aha, dann wäre besser, wenn ich den zerlege wegen den Komponenten. Ich schaue jetzt mal, ob ich den Schild modifizieren kann. Kapazität plus 32, Ladeverzögerung 01, Abschaltdauer 02, Präzision plus 22, das ist sehr gut. Ein Katalysator beschleunigt, fügt die Eigenschaft beschleunigt zu einem Schild hinzu. Aufladegeschwindigkeit plus 52. Er ladet zwar schneller auf, aber die Ladeverzögerung ist größer. Und die Abschaltdauer ist länger. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich definitiv nicht. Nein.